damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Train Fever Folge. Und ja, ich bin am Überlegen, was wir denn noch machen könnten. Also ob wir jetzt zum Beispiel eine weitere Stadt hier an den Personenverkehr anschließen. Das wäre dann hier Kreuzen. Und ja, das ist halt die Frage. Jetzt muss ich bloß kurz hier noch was umändern. So. Wieder was falsch eingestellt, das ist ein bisschen halt scheiße. Preußen an den Personenverkehr anschließen. Hier steht schon ein Hochhaus. Und dann könnten wir von dem Bahnhof hier den einen zweigleisig machen, weil wir haben ja hier auch noch das zweite Gleis. Und dann müssten wir aber hier einmal komplett durch die Stadt durch. Wie verläuft denn hier bislang unsere Busverbindung? Okay. Dann müssten wir da etwas umändern, weil dann könnten wir auch wieder hier schön an der Straße entlang. Hier rüber nach Kreuzen. Gucken wir erstmal. Landnutzung. Ah, hier hinten. Das ist hart scheiße. Das ist hart scheiße. Wie können wir denn das lösen? Ich muss mal ganz kurz gucken. 140 Meter. Machen wir mal viergleisig. Und zwar den Kopfbahnhof. Ach Gott, den gibt's noch gar nicht. Ja gut. Dann müssen wir danach auf jeden Fall noch umbauen, denn meine Idee war hier. Kurz gefragt, warum ruckelt das so? Okay. Wegen dem Baumenü ruckelt das. Okay. Meine Idee war hier etwas so: einen Kopfbahnhof hinzusetzen. Also dann sozusagen hier die Einfahrt haben, ja, und dann könnten wir hier irgendwo weiterfahren. Aber dann würde ich das jetzt erstmal noch umändern und würde einfach mal hier den Bahnhof hinsetzen. Oder hier. Oder hier so. Ich glaube, ich setze ihn mal hier hin. Und dann braucht er noch eine Anbindung. Ups, das wollte ich nicht. Denn da hinten. Das geht schon nicht. Das sieht scheiße aus. Das sieht besser aus. So. Dann müssen wir einmal eine Strecke hier rüber bauen. Ich glaube, ich fange mal auf der Seite an. Ich schließe mal ganz kurz hier auf meinem zweiten Bildschirm. Die Sachen, dass meine Grafikkarte nicht so überlastet ist. Also jetzt nicht überlastet, sondern nicht so viel rechnen muss. Dann würde ich hier mit den langsamen oder mit den schnellen, weil das ist ja schon eine große Strecke, da würde ich fast schon sagen, die große Strecke.
Quatsch, die große Strecke, die schnellen Gleise, was laber ich eigentlich? So. Dann irgendwie hier rum und an die Straße ran. So. Zweite Gleis natürlich mitnehmen. Das wieder schließen. So, dann würde ich sagen, gehen wir irgendwie hier so ran. Dann einmal hier durch. Hier. So. Sieht denn das aus? Ja, schon ein bisschen huppelig, aber. Naja. So, dann hier geradeaus. Hier rüber, hier wieder runter. Lass mich mal kurz gucken, wie das von der Seite hier aussieht. Okay, das ist schon so ein Hubbel drin. Sieht auf jeden Fall cool aus. So. Wo ist denn der Zug? Der ist gerade hier. Wir mal ganz kurz Pause machen. Den hier trennen. Und das ist auch ein kleiner, oder? Ja, das ist ein kleiner. Dann den abreißen. Was für ein Fahrzeug ist da im Weg? Fahrzeug im Weg? Ah, jetzt anhalten. So, Moment kurz. Und zwar der hier zweigleisig. Zweigleisig. Ich bekomme den dann nicht mehr hin. Die Haltestelle noch weg. Und jetzt ist das blöde Fahrzeug hier im Weg. Das ist halt scheiße, ne? In Transportfieber soll es ja einige Änderungen geben. Da freue ich mich natürlich schon. Wird einfach mal abgerissen, weil macht ja sowieso keinen Sinn. So, erstmal. Und warum sind die alle schon elektrifiziert? Mann, 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 Mann. Könnte ich jetzt gleich hier hin? Wo ist denn hier? Nein. Okay, können wir so machen. Und dann drehst du um. Und muss hier wieder die Straße hingesetzt werden. Gucken wir mal, noch alles in Ordnung. Ja, aber. Das Signal steht hier falsch. Also besser gesagt, die Einfahrt in nach Dinslaken lief natürlich hier. Genau. Und dann wird das noch kopiert mit dem. Wunderbar. So. Ja, wir wollen ja erstmal hier rauskommen. Ja.
Hier entlang. Oder in den Tunnel. Ja gut, Tunnel würde ewig dauern. Auf jeden Fall müssen wir die zwei Häuser hier weg. Dann muss auf jeden Fall Fahrzeug hier mal weg. Jetzt gucken wir mal nochmal. Wir würden hier nicht reinkommen. Heißt, wir müssen falsche Richtung. Ja. Und dann, ja, dann kommen wir hier in den Tunnel rein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber da stand doch schon ziemlich, ziemlich weit. Mal so. Und dann kommt hier das hier hin. Jawohl. Okay. Und dann führen wir das mal hier hinten wieder raus. Ist zu lang. Passt schon, oder? Okay, aber die Stadt wird ja hier noch ein bisschen ausbauen. Das sage ich auf jeden Fall mal okay. Zweite Gleis. Wo ist hier? Genau hier unten drunter, genau. Jetzt müssen wir hier wieder irgendwie die Straße hinkriegen. Okay, bis hier ist maximale. Dichter, ne, das ist zu dicht. Da rein. Und das geht nicht mehr. Muss der noch weg? So, dann kommt ja hier, glaube ich, wieder eine Haltestation hin. Ja, genau, wie würden die denn jetzt fahren? So. Okay. Wenn wir das dann nach oben verlegen. Gerade die Haltestelle. Okay, das geht ja nicht wegen den Häusern.
aber das sieht doch cool aus, finde ich. Das sieht echt cool aus. Und dann hauen wir das hier, hauen wir einfach hier rüber. Genau. Und hier die Verbindung. Und die Frage, könnten wir das upgraden? Nicht genügend Platz, okay. Naja, könnten wir aber auch eigentlich so lassen. Sieht eigentlich recht cool aus. Ja, lassen wir so. Dann drehen wir den hier um. Ja, wunderbar. Müssen dann hier noch eine Zweige reinmachen. So, dann geht's hier hinten weiter. Bisschen entlang. Dann könnten wir schon fast hier reingehen. Aber wir müssen hier noch mal runter, so. Und dann hier wieder hoch. Ja, das können wir so lassen. Zweite Gleis. Ach, fuck, vergessen. So, hier brauchen wir es nicht unbedingt. Aber jetzt stellen wir noch einmal Signal und hier auch noch. So. Hier kommt dann auch noch eine X-Weiche rein. Auch mit Signal. So, das wäre angeschlossen. Dann könnten wir eine neue Linie machen. So, das wäre dann Zug. Und hier bitte. Noch hier. Jawohl, das stimmt schon. So, das wäre jetzt einmal Zug kreuzen. Dienstlaken. Ich hoffe, ich habe es so immer gemacht. Ja. So, dann könnten wir mal schauen, was wir für Züge haben. Kann ja mal laufen lassen. Dann würde ich sagen, kaufen wir die Züge noch und dann ist die Folge ja auch schon wieder vorbei. Mensch. Was haben wir denn an Lokomotiven? Da hätten wir die, aber die kostet ja fast 900.000. Dann hätten wir noch die. Die fährt nur 90. Die Triebwagen sind halt so billig.
Hier hätten wir auch die NOB. Oh, das ist halt schon. Er hat auch bloß 120, in die fahren 160. Dann würde ich sagen, haben wir das Geld? Das haben wir gerade so. Würde ich fast sagen, packen wir das hin und packen das da drauf. Ach, der kommt da gerade an. Wir fahren. Und dann würde ich einfach mal sagen, fahren wir dann auch mit dem mit. Weil ich denke mal, dass er ja jetzt gleich auf die Güterstrecke fahren wird. Zumindest wenn die Güterstrecke frei ist. Ja, der hat schon grün, weil. Ja, genau. Upsa. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich rüberfahren auf die Güterstrecke. Jawohl. Oh, jetzt ist das noch da. Wir jetzt noch ganz kurz noch die Fahrt an. Wird halt eine etwas längere Folge. Aber macht ja nichts. Hier schön mit dem Meer. Achso, ja, wir fahren hier auf dem Langsamgleis. Habe jetzt schon gedacht, es gibt so ein cooles Wettrennen mit dem anderen. Aber da wir ja eh auf dem Langsamgleis waren. Aber hier fährt auch kein. Ach ja, ich habe ja die Verbindungen, glaube ich, geklappt, gell? Oder? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ich habe ja extra die Verbindungen geklappt, dass die Leute mit dem Zug fahren, soweit ich mich noch recht in erinnere. Was macht das Geld? Ja. Müsst ihr auch gleich wieder der Güterzug kommen? Und nicht, oder? Ah doch, da hinten. Habe ich die Tunneleinfahrt verpasst? Nein. Aber wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Springen wir mal kurz hier vor. Oh, hier sind noch Bäume in der Luft. Okay, hier auch. Einmal mitfahren bitte. Würde mich interessieren, wie das so aussieht. Also durch den Wald echt lassen dann immer mal wieder die Straße an der Seite. Das sieht echt gut aus. Na gut, jetzt entfernen wir uns von der Straße. Aber ich denke mal, dass hier sicherlich später irgendwann mal ein ICE oder ein Intercity fahren wird. Denn die Strecken sind ja nicht wirklich klein. Also, oder die Wege zwischen den Städten sind ja dann eigentlich doch schon größer, muss man sagen.
Wir nähern uns dem Bahnhof. Und hier stehen auch schon Leute. 3 Stück. Dabei hat er aber, glaube ich, keine, nein. Ja, wunderbar. Dann war es das hier mit dieser Folge und ich bedanke mich recht herzlich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.